Hallo Leute, heute erkläre ich euch das actiongeladene und spaßige Spiel Assel-Schlamassel von 3 Magier-Spiele. Bei Assel-Schlamassel seid ihr abwechselnd ungezieferer Dompteur, wie ihr an diesen lustigen Karikaturen der Tierkarten bereits erkennen könnt, und versucht als solcher, den anderen Spielern durch Kommandos zu verraten, welche Tiersorte und vor allem wie viele dieser Tiere ihr mit eurer aktuellen Karte auf der Hand habt. Und die anderen Spieler versuchen das natürlich zu erraten, um diese Karte als Belohnung zu bekommen und am Ende die meisten Karten gesammelt zu haben. Kommen wir zunächst zum Spielaufbau. Sortiert als erstes alle Reihenfolgekarten aus, das sind diese Karten mit diesen Pfeilen oben und unten, und legt 4 davon so in der Tischmitte aus, wie ich das hier getan habe. Die Karte ganz links ist auf Position 1 und die Karte ganz rechts, richtig, auf Position 4. Für das Grundspiel benötigt ihr dann alle 40 Karten dieser 4 Tierarten und mischt diese einfach zusammen. Dann bekommt jeder Spieler 3 Karten, die er verdeckt vor sich ablegt. Dies sind eure Punktestapel. Und aus den restlichen Karten ergibt sich der Nachziehstapel, der allerdings mit der Spieleranzahl variiert. Im Spiel zu viert sind das zum Beispiel 16 Karten. Dann kann es auch schon losgehen. Ein Spieler von euch wird erster Dompteur, zieht die oberste Karte des Nachziehstapels und schaut sich diese genau an. Nun versucht er durch Schlagen auf den Tisch und durch das Klatschen in die Hände den anderen Spielern zu verraten, welche Karte er genau auf der Hand hat. Durch das Schlagen auf den Tisch gibt er an, um welche Position es sich in der Auslage handelt, also um welche Tierart. Und durch das Klatschen in die Hände gibt er an, wie viele Tiere dieser Tierart er auf der Hand hat. Also, welche Karte habe ich auf der Hand? Richtig, eine Schnecke. Und um das Ganze noch spannender zu machen und auch damit die Mitspieler vielleicht mal einen Fehler machen, dürft ihr das Schlagen auf den Tisch und das Klatschen in die Hände beliebig miteinander abwechseln. Schauen wir uns dazu einfach noch ein Beispiel an, indem ich euch die nächste Karte schon mal zeige. Ich habe jetzt also 3 Ratten auf der Hand, müsste also 1, 2, 3 mal auf den Tisch schlagen und 3 mal in die Hand klatschen. Das Ganze kann dann zum Beispiel so aussehen. Dabei dürft ihr natürlich das Tempo selbst bestimmen und das Ganze, wie ihr merkt, wird dann ganz schön knifflig. Die anderen Mitspieler dürfen dabei immer sofort reinrufen, um welche Karte es sich handelt. Aber Achtung, nur derjenige, der als erster die richtige Antwort gesagt hat, bekommt diese Karte als Belohnung. Wer aber falsch geraten hat, der muss für jeden falschen Rateversuch dem aktuellen Dompteur eine Karte von seinem Punktestapel geben. Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dieser Spieler hat 2-mal falsch geraten und dieser Spieler 1-mal. Also bekomme ich als Dompteur jetzt 3 Karten, die ich auf meinem Punktestapel lege. Und da alle guten Dinge 3 sind, machen wir gleich noch ein Beispiel und ihr ratet, welche Karte ich habe. Oh nein, da habe ich selbst schon gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und wenn der Dompteur einen Fehler macht, dann muss er die Karte, die er gerade erklären wollte, und eine Karte von seinem Punktestapel unter den Nachziehstapel legen. Ihr seht, durch solche Fehler könnt ihr ziemlich schnell Punkte verlieren und das ist auch der Grund, warum ihr von Anfang an bereits 3 Punkte in eurem Stapel habt. Und habt ihr einmal gar keine Karten mehr in eurem Punktestapel, dürft ihr trotzdem noch mitraten, habt aber nur noch einen Rateversuch pro Karte. So seid ihr also abwechselnd Dompteur und sobald jeder von euch einmal in der Runde Dompteur war, werden diese Reihenfolgekarten eingesammelt, neu gemischt und zufällig ausgelegt, sodass ihr euch gar nicht zu sehr an diese Reihenfolge gewöhnen könnt. Tja, und sobald der Nachziehstapel leer ist, gewinnt der Spieler, der die meisten Karten in seinem Punktestapel gesammelt hat. Ihr seht, Assel-Schlamassel ist ein herrlich witziges Spiel mit Knoten im Kopf Gefahr für 3 bis 6 Spieler ab 8 Jahre. Übrigens, wenn euch das Grundspiel noch nicht genügt, dann nehmt ihr einfach die 5. Tierart noch dazu, wodurch das Ganze noch verrückter wird. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal, euer Björn.